So, und da sind wir wieder. Neunter Teil, Cry of Fear. Los geht's, los geht's. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Ich habe nur drei Shotgun-Kugeln, die ich Leuten ins Gehirn blasen könnte. Ich voll Bock drauf. Kommt doch her, Jungs. Oh! Alter. Die hat's mir aber hart gegeben gerade. Da war ich aber, Shit, shit, shit. Aha. Okay. Freunde der Sonne, ey. Dunkle Ecken, ne? Ficket euch, dunkle Ecken. Da. Aber hier und hier. Nee, okay, gut. Dann bin ich ja, quasi fast beruhigt, dass hier kein weiterer war. Ja, jetzt können wir ihm den Bauch aufschneiden. Ein rostiger Schlüssel. Das ist doch ganz vernünftig. Dem können wir hundertprozentig diese Tür aufschließen. Ich habe gesagt. Nee? Nicht? Der ist doch hier. Wollt ihr mich veräppeln? Ja. Achso, Moment, vielleicht. Nein? Hier gab es doch aber keine andere Tür, oder bin ich blind? Ich weiß nicht, was ich gerade. Kaputt. Warum komme ich hier nicht? Ja, die Tür ist verschlossen. Benutzt doch diesen Schlüssel damit. Mit der Pistole? Moment, wir können ja erstmal ganz kurz das hier benutzen. Ich kann mir sowas nicht angucken, wenn Leute sich Spritzen setzen irgendwie. Das vertrage ich nicht. Ah, da oben war noch ein abgeschlossener Raum. Stimmt. Hallo? Okay. Nochmal ganz flott abspeichern. Hier oben. Und dann geht das hier weiter. Der rostige Schlüssel für die rostige Tür. Tabulatur. Duel mit dem. Ey, wir haben keine Munition mehr. Wirklich, für kaum was. Da kann ich ja schon wieder speichern, geil. Warum speichere ich eigentlich auf Rückwegen? Was ist das? Eine Lampe. Was zum Teufel war das? Nein, nicht sowas schon wieder. Fuck. Scheiße, 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 was ist los? Oh Gott, nein. Geht's hier durch? Okay, hier lang. Was denkst du? Gefällt dir das? Du weißt nichts. Wenn du doch nur verstehen könntest. Ich wollte das niemals. Was ist hier? Alter. Lass mich durch, danke. Oh Gott, meine Hand schläft ein. Tut mir leid, Leute. Oh. Kleiner Moment, kleiner Moment, kleiner Moment. Okay, weiter. Jetzt habe ich wieder Blut in der Hand. Ich glaube, ich habe die beschissenste Zockerpose, die es gibt. I just want you to... Ich will nur, dass du stirbst. Einfach stirbst. Mann, jetzt schläft mir meine Hand wirklich ein. Mann, Kacke. Tut mir furchtbar leid. Ich habe... Ja, keine bessere Position zu sitzen. Oh Gott, erstmal kurz ein bisschen Blut rein. Oh, ist das geil. Kennt ihr das Gefühl, wenn die Hand einschläft und dann wieder Blut reinfließt? Das ist das beste Gefühl. Ach Gott, ist das super. Ich glaube, ich weiß, warum das so ist. Meine Hand ist nämlich, oder beziehungsweise mein Handgelenk ist direkt auf der Tischkante. So. Und das wird natürlich dann alles abgeschnitten.
Wow, 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 renne, 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 renne. Shit, 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 shit. Nein. Nein, 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 nein. Nein, ja auch nicht lang. Fuck. Oh. Schnell, 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 benutzen, benutzen. Ja, ich weiß. Welches war denn jetzt das aktuellste? Das hier, ne? 19 Sekunden, nachdem ich... Ja, ich weiß, okay. Boom. Nicht? Ach doch, okay, jetzt. Okay, wieder hier durch. Uns wird nichts passieren, das weiß ich ja bereits aus dem vorherigen Teil. Wir haben das hier alles schon einmal durch. Ich habe mir jetzt natürlich nicht gemerkt, wie ich laufen musste. Fuck, das hätte ich mal machen sollen. Okay. Wir sind hier. Ich drücke Tab und rüste schon mal die Spritze aus. Und dann geht's los. Zack, 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 zack. Zack, links, nein. Shit. Oh Gott. Ach, hier sind auch Hände. Fuck, die habe ich nicht gesehen. Okay, super. Hat geklappt. Hallucinations? Am I going insane? Shit. Kapitel 3. Die Stadt ist nicht sicher. Okay, wir haben ja das mit den Händen einigermaßen vernünftig überlebt. Hätte ich nicht gedacht. Was steht da? Nee, die Sprache kann ich nicht sprechen. Aber interessant, hier liegen auch Zeitungen rum. Was hatte aber diese Halluzination gerade? Also ich meine, wir haben ja ganz am Anfang gesehen, dass wir von einem Auto angefahren wurden. Warum haben wir aber diesen Flashback zu dem Tatort sozusagen? Das verstehe ich noch nicht ganz. Das wird sich hoffentlich mir bald eröffnen. Geistig, mental und so. Ja, was ist das denn da oben? Papier. Okay, weiter. Oh, was zum Speichern. Yay. Wow. Hallo. Warum heißt dieser... Seht ihr das? You will die. Das macht mir jetzt ein bisschen Schiss. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Hier speichern wir. Da liegt eine Spritze. Jetzt haben wir 3. Ich freue mich. Das heißt, wir können ruhig ordentlich auf die Fresse kriegen. Moment, aber bevor es weitergeht, nehmen wir nochmal das und jagen uns eine Spritze in den Arm, was ich mir wieder nicht angucken kann. Danke. Das kommt vielleicht ziemlich dämlich rüber, aber ich hasse es. Ich kann es mir nicht angucken. Ist genauso wie in Filmen, wenn jemand eine Spritze gesetzt bekommt oder... irgendwas, also
mit so feine Schnitte macht. Ich finde sowas ekelhaft, wirklich. Da könnte ich kotzen. Bäh. Wenn die das mal damit nicht erreichen wollten. Was ist hier hinten? Nichts. Geht's dir gut? Komm besser nach Hause. Ich mach mir Sorgen. Von unserer Mutter. Oh, warte mal. Peppe. Wow, was ist gerade los? Alter, jetzt sind hier aber Frame-Einbrüche vom Feinsten. Nur. Oh. Hallo? Oh. Ah, jetzt wieder, okay. Nee, doch nicht. Komm her. Ich versuche ihn trotz Frame-Einbrüchen zu töten. Komm her. Hallo? Stirb doch, meinte ich. Danke. Hat der echt für diese Frame-Einbrüche gesorgt? Ein Gegner? Alter. Alter. Pff. Hallo? Okay, ich werde hier ganz kurz eine Pause machen und gucken, woran es liegt, dass diese Frame-Einbrüche stattfinden. Moment, jetzt geht's wieder. Tür ist verschlossen. Weiter geht's. Okay, wisst ihr was? Ich muss das hier einmal ganz kurz unterbrechen. Denn ich weiß nicht, woran das liegt mit den Frame-Einbrüchen. Jetzt muss ich überlegen. Es war jetzt eine Folge von 12 Minuten knapp. Oder ich mache einfach eine kürzere Folge draus. Dann kann ich mir nämlich viel mehr Zeit lassen. Mit der Fehlerbehebung. Da bin ich nicht so unter Druck. Danke fürs Zusehen. Tut mir leid, dass es jetzt so zum Schluss zurück gekommen ist. Irgendwie sind das immer Spiele von Valve, die so heftig bei mir rumruckeln. Beziehungsweise die auf irgendeiner Engine von Valve basieren. Ob das was heißen mag? Egal. Ich guck's mir nachher nochmal an und danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.